Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute ist mein Mentor wieder da und mit ihm möchte ich heute wieder über Ernährung sprechen, über eine ganz spezielle Form von Ernährung. Wir gehen auch rein in das Bereich der sogenannten Bindung von freien Radikalen, nämlich über den Wasserstoff noch zu reden. Und da möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Mein lieber Lehrer Heinz Reinwald, schön, dass du wieder da bist. Ja, danke. Mach mich nicht so verlegen. Ja. Ich lerne noch immer, auch wenn ich viel höre hier im Sender, hast du doch eine ganz exklusive Sichtweise zu Ernährung und zur Entgiftung. Auch das letzte Mal war für mich unglaublich bereichernd, dass es doch Möglichkeiten gibt, wie wir den Plastik aus dem Körper schaffen können. Das war für mich total bereichernd zu wissen. Oder auch Aluminium zu binden kann über natürliche Wege. Natürlich hast du auch den Hinweis gebracht, eine Gelatbehandlung wäre auch sehr empfehlenswert, mal einen Toxinbericht zu machen. Gut, aber die Gelat hat nun nichts mit den unpolaren Substanzen, den fettlöslichen Substanzen, wie jetzt zum Beispiel Nanoplastikteilchen zu tun. Ne? Das muss man jetzt nur. Und zu deiner Sache, du lernst immer von mir. Ich lerne auch mein Leben lang von anderen und ich ruhe nur auf den Schultern von Riesen, sage ich immer. Und eine Freundin, eine Jugendfreundin hat mir mal mit 18 in einem Buch gewidmet, der liebe Gott erhalte dir die Neugier eines Kindes. Ja. Und ich glaube, diese Neugier, die treibt toll. Mich und die hält mich jung und fit und macht mir auch große Freude. Nicht? Genau dieses Kind Spruch in mir. Hatte ich kürzlich auch noch vom Rüdiger Dahlke gehört, der hat gesagt, wir müssen wieder lernen mit großen, neugierigen mit dem Staunen, Augen. Die Staunen. Staunen. Augen eines Kindes, die Welt zu erforschen. Das würde uns gut tun. Ja. Ich möchte gerne nochmals in das Thema Wasserstoff reintauchen, wo ich von dir auch gelernt habe, innerhalb der ketogenen Ernährung drin. Gibt es auch vermehrte Probleme? Also ich hatte auch immer mit Knieproblemen dazumals. Knieprobleme auch in der Ketogenese, bis das richtig gelaufen ist. Mhm. Und dann habe ich Wasserstoff gekriegt, jeweils von dir verordnet und puff, wär's weg. Mhm. So, mhm. Und was da genau passiert ist, das möchte ich gern eigentlich von dir nochmals hören, weil das haben wir noch nie richtig in einer Sendung dokumentiert. Ja, ich würde es vielleicht zunächst mal wieder von vorne aufrollen. Welche Möglichkeiten haben wir denn, das Bioterrain zu untersuchen, zu evaluieren, zu bewerten? Wir haben einmal den Säure-Basen-Haushalt. Ja? Da messen wir in den Körperflüssigkeiten den pH-Wert. Das heißt, das Verhältnis von H+ zu OH-Ionen, sprich Protonen zu Hydridionen. Ist dieses Verhältnis im Ungleichgewicht, brauchen wir einfach von der jeweiligen Seite wieder eine Zugabe. Unsere stressige Situation, unsere gesamte Lebenssituation hat grundsätzlich die Haupttendenz, aber nicht nur, deswegen möchte ich das auch differenziert sehen, dass wir zum sauren Milieu, zur Azidose, zur latenten Azidose, zur Bindegewebsazidose neigen, zur verminderten Pufferkapazität. Nicht? Was bedeutet, wir sind anfällig für sämtliche chronischen Krankheiten, wir oder? Sind anfälliger für das Milieu-Ungleichgewicht begünstigt. Dann natürlich die Wuchsaktivität bestimmter Bakterien, die sich da wohlfühlen und unterdrückt andere, die dem Gleichgewicht günstig gegenüber wären. Und das führt dann zu dem, was leider die Schulmedizin als Infektion bezeichnet, was aber nicht eine Infektion von außen ist, sondern einfach durch die Verschiebung des Milieu-Ungleichgewichts kommt es zu milieuinternen Wuchsaktivitäten. Die Reproduktionshäufigkeit dieser speziellen Bakterien, die ungünstig jetzt wirken, vermehren sich und so weiter. Wir haben jetzt also einmal das pH-Milieu, das ist so die atomare Ebene, die Ionenebene. Und dann haben wir aber noch quasi spiegelbildlich die Untersuchung oder die Messung des Bioterrains über den sogenannten Oxidationsreduktionswert oder ORP, Oxidationsreduktionspotenzial, Redoxpotenzial, ganz kurz gesagt. Das ist eine Messung der sogenannten Elementarteilchen, also wir befinden uns da auf einer subatomaren Ebene in Form von Elektronen. Mhm. No? Und diese Messung der sogenannten antioxidativen Kapazität, auf dem pH-Niveau ist es die Säuren-Basen-Regulation, auf dem ORP-Level, Oxidationsreduktionspotenzial, ist es praktisch die
Elektronenabgabe und die Elektronenaufnahme einer Substanz, die Fähigkeit. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene, das Bioterrain, zu messen. Das ist praktisch der kapazitive Widerstand oder der spezifische elektrische Widerstand von Zellen und Geweben. Mhm. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die Krebszelle einen kapazitativen Widerstand hat, der sehr gering ist, der bei 20, 18, 25 liegt. Millionen. Während natürlich eine normale Zelle einen Leitwert von 70 Millivolt hat. Mhm. Und das ist natürlich Ausdruck des Krankheitsbildes. Das heißt, die Bioelektrizität im Körper ist wichtig, dass sie auch im Gleichgewicht ist. So, und wenn wir das Ganze jetzt sehen, dann greifen wir jetzt den mittleren Bereich auf. Das ist das sogenannte Redox-Potential, die antioxidative Kapazität. Und da kommen wir jetzt in den Wasserstoff. Und hier haben wir zurückgegriffen auf die Forschungen eines Genies, eines Wunderkindes. So war er damals zumindest im Times Life Magazin abgebildet. Mit 14 hat er einen Kopfstand gemacht. Der kleine Patrick Flanagan hat damals schon ein Wundergerät entwickelt, Neurophon, das heute auch von deutschen Herstellern vertrieben wird. Flanagan ist ja vor ein paar Jahren gestorben. Und dieses Neurophon war dann 20 Jahre vom CIA unter Verschluss. Als er dann erwachsen war, hat er es wieder gekriegt, nach vielem Hin und Her. Und dieser junge Mann hat extrem Wasserstoffforschung betrieben und hat dann etwas entdeckt in der Natur, was er als FHES bezeichnet hat. Flanagan Hydrogen Enhanced Silica. Auf Deutsch, das von Flanagan entdeckte Hydrogen-Wasserstoff erweiterte Kieselerde. Okay. Nicht? Silizium. Mhm. Er hat praktisch das Nanokolloidal, also ein Kleinst, wir sind jetzt wieder wie bei Pektinen, schon wieder in den Nanopartikeln, die einfach sehr zellgängig sind, weil sie so winzig sind und so eine große Oberfläche haben. Und er hat ein Silizium, eine Kieselsäure entdeckt, Kieselerde entdeckt, die um ein Elektron, ein freies Elektron erweitert ist. Und das ist der große Clou an der Sache. Das ist wie eine Batterie, oder? Das ist wie eine Batterie, genau. Es kann nämlich im Gegensatz zu allen anderen Antioxidantien Eins abgeben, ohne selber radikal zu werden. Da möchte ich gleich ein Bild zeigen. Du hast nämlich hier eins mitgebracht. Ja, es unterbricht sofort die Elektronenkaskade. Kannst du es kurz erklären, was wir hier sehen? Ja, wir sehen oben ein normales Antioxidant, das sein Elektron abgibt, dann aber selbst leicht radikal wird, weil es nur noch unpaarig ist. Es muss paarig sein, damit es im Gleichgewicht. Na, das ist wie eine Ehe. Ja, wenn du geschieden bist, wirst du wieder lustaggressiv. Ja? Ja, okay. Versuchst dich wieder zu paaren. Ja, ja. Und genauso ist es hier. Dann gibt ein anderes Antioxidant ein Elektron ab und dieses nennt man Elektronenkaskade, bis das irgendwann abgeklungen ist. Und hier ist der entscheidende Unterschied zwischen diesem Enhanced Wasserstoff, zwischen diesem erweiterten Wasserstoff, dass hier ein Elektron dranhängt, frei dranhängt, in der Natur so gebildet werden kann. Und dieses frei dranhängende wird abgegeben, ohne dass das der Wasserstoff zum radikalen wird. Zum radikalen wird. Mhm. Und das ist natürlich eine ungeheure Potenz in der Wirksamkeit. Mhm. Nicht? Und wir haben ja Messungen, ich meine, es ist zweimal so stark wie NADH. Ja? Mhm. Wir haben hier eine Tafel und es ist 100-mal so stark wie Vitamin C. Und auch stärker, enorm stärker als Astaxanthin. Ja, und wenn ich hier noch OPC anschaue, das ist auch ein Riesenmarkt, ein Riesenhype auf OPC. Ja, nein, also es macht aber gar nichts, weil das sind spezifische Antioxidantien, die für spezifische Aufgaben, die braucht man auch. Während Wasserstoff ist praktisch so ein Supervisor, wie der Chef, der dann die anderen noch besser ermächtigt, weil sie ja nicht verbraucht werden. Ja, da er ein freies Radikal hat, freies Elektron, Entschuldigung, schont er ja auch die anderen Antioxidantien. Ja. Und das ist das Geheimnis dieses genialen Wasserstoffs von Flanagan, den der damals entdeckt hat. Und das ist vielfach noch gar nicht so zur Kenntnis genommen. Wir müssen sehen, das ist ja beteiligt am Energiestoffwechsel.
Wir haben Messungen bei Sportlern gemacht mit enormen Ergebnissen. Der Energiestoffwechsel, wenn ich ein Elektron geliefert bekomme, habe ich ja eine sehr viel bessere Umwandlung von ADP, also Adenosindiphosphat, zweiwertiges Phosphat, Phosphat ist das, was energiereich ist, in ein Adenosintriphosphat, also das ist die Energiewährung unseres Körpers, die aber in den Zellkraftwerken der Mitochondrien produziert wird, aber eben nicht nur Energie, sondern diese ATP, von der wir 70 Kilo am Tag, etwa unser Körpergewicht, produzieren, die ist ja gleichzeitig Signaltransporter. Mhm. Ja? Die haben auch eine Signaltransfunktion. Signal zu was? Neurotransmitter. Okay. Nicht? Also Zellkommunikation. Mhm. Also das heißt, man ist heute sehr viel weiter, als man noch vor 10, 20 Jahren wo man dachte, dass die Mitochondrien nur Energie produzieren. Das ist eben diese typisch amerikanische einseitige Verengung auf die Energie. Nicht? Es ist nicht nur Energie, sondern es ist auch Information, was da geliefert wird. Und da können wir mit diesem Elektronenspendeautomaten, sage ich jetzt mal so, ohne selbst radikal zu werden, sehr gut arbeiten. Ich hatte mal kürzlich jemand da, der hatte mal so ein Nahrungsergänzungsmittel mit NADH und Q10 und hatte mir es ähnlich erklärt, dass das eine gibt es einen ab und das holt sich von Q10 wieder, genau. Und dann schaukelt sich genau. Das so die schaukeln sich hin. Das ist aber eine Elektronenkaskade. Jawohl. Die haben wir gar nicht, weil wir ein freies haben. Wir sind sofort auf dem Punkt. Und deswegen ist auch dieses Ergebnis in der Messung so enorm. Und wir haben ja auch mit Sportler untersucht, wie die Zellenergie ist beim Zellstoffwechsel, wo dann einfach ein gewisser relativer Hydridionenmangel entsteht, also Basenmangel, Hydridionen. Und wir haben denen dann entsprechend Hydridionen zugeführt. Und da habe ich mal die Grafik mitgebracht. Vielleicht kannst du sie mal dem Publikum zeigen. Die ohne Supplementierung, ja, genau. Da sieht man also deutlich, dass der eher im sauren Bereich ist und die Energie, das Energieniveau der Zelle relativ niedrig ist. Schauen wir uns mal an mit Supplementierung, wie das dann aussieht. Da sind wir ganz unten im Bereich Säure-Basen-Haushalt, aber die Energie der Zelle ist ums Dreifache nach oben. Das sind Substanzen, die in der Natur vorkommen, im frischen Obst. Wenn wir das Obst vom Baum pflücken, dann haben wir diesen freien Wasserstoff. Aber er ist normalerweise sehr flüchtig und hier haben wir das eben in einer stabilen Verbindung. Das ist ja das Wunder. Und wo habe ich dieses freie Elektron? In einem Silizium, in einem In einem Kolloid-Silizium, ja. Aber wie kann denn dieses Kolloid-Silizium dieses Elektron halten bei sich und erst abgeben im Körper drin? Weil weil keine Reaktion da ist. Weil es eingekapselt ist. Es ist eingekapselt und es behält diese. Und erst dann gibt es eine Zweitfrau ab, wenn ein einzelner einsamer Mann daherkommt, ja? Also ein freier Radikal. Aber ich habe auch alleine schon im Sauerstoff, also im Bereich der Luft, wenn die Luft ja in Verbindung käme mit diesem Silizium kollodial, dann würde das auch raus. Ist reaktiv, selbstverständlich. Also müsste das ja eigentlich in dieser gebundenen Form in den Körper. Es ist in der Kapsel, ja. Und dann muss ich diese Kapsel. Oder ich löse es im Mund auf, ja. Okay. Und dann, wenn es offen ist, diese Kapsel, dann gibt es auch. Richtig. Das ist eigentlich so logisch, ja. Ja. Und das kommt alles vom Flemmingen her? Vom Flanagan, ja. Das ist noch alte Forschung von Flanagan, die wir haben retten können. Ich meine, es ist extrem wichtig, das in die Zelle zu bringen. Aber wo ich eigentlich immer mehr aus der Wasserstoffforschung höre, sind solche Wasserstoffinhalatoren, wo man dann wirklich über die Nase Wasserstoff in die Atmungskette reinbringt. Ja. Ist das auch was, wenn ich gerade so einen Biochemiker habe? Das ist Wasserstoff. Das ist nicht enhanced. Nicht erweiterter Wasserstoff. Das ist der Unterschied. Diese Erweiterung um ein freies Elektron, das ist der Knackpunkt zum Verständnis zwischen Wasserstoff und erweitertem Wasserstoff. Das habe ich noch nicht begriffen. Kannst du mir das nochmals erklären? Ja, nochmal. Der eine Wasserstoff hat eine Frau und der andere Wasserstoff hat zwei Frauen. Und das, was Sie und jetzt kommt ein feindlicher Krieger mit Frau. Und er sagt, pass auf, Friede, möchtest du sie zur Frau nehmen? Mhm. Na? Und damit ist Friede. Ich versuche das in so einfache Metaphern zu backen, damit das
biochemisch sehr komplizierte Feld des Oxidationsreduktionspotenzials zu verstehen. Wir haben ja auch in der Forschung inzwischen nicht nur die Alkalose und die Azidose, wir haben ja auch inzwischen die Begrifflichkeiten für den Elektronenmangel und den Elektronenüberschuss in Form von Oxidose- und Redose-Erkrankungen. Mhm. Nicht? Aber wenn ich das Menschen erzähle, die jetzt wenig Ahnung von Biochemie haben. Und das hatte ich vor 20 Jahren auch noch. Ich komme ja aus der Geisteswissenschaft. Ich musste mich ja auch völlig neu orientieren. Und da habe ich natürlich auch einen guten Lehrer gehabt, muss ich dazu sagen. Und ich habe mich auch eingeackert in diese Dinge. Aber trotzdem, man wird irgendwann selbst betriebsblind und denkt gar nicht mehr dran, dass der andere eben diese Entwicklung nicht hat. In den USA ist es viel einfacher, weil dort die Biochemie verstärkt in der Grundschulbildung dabei ist. Nicht? Also nochmals, darum erkläre ich es lieber in Bildern. Diese Inhalatoren sind eigentlich ein Pärchen. Das heißt, es gibt eigentlich nicht unmittelbar für eine Übersäuerung. Wasserstoff ist gepaart. Gut, also ja? Das, was ich einhalte, ist gepaart und das gibt mir eigentlich nicht unmittelbar ein Elektron ab zu einer Übersäuerung oder zu einer Neutralisierung eines freien Radikals. Richtig, aber es hilft mir, die Zellenergie und die Sauerstoffversorgung zu verbessern. Gut, und hier habe ich effektiv, ich nehme das macht das aber auch, die Zellenergie und den Sauerstoff. Aber nochmal eine Spur stärker. Das heißt also, wenn ich sowas nehmen sollte, dann eigentlich immer dann, wenn ich energielos bin oder wenn ich in einer Übersäuerung drinstecke, wahrscheinlich auch bei Schmerzen, oder? Weil, ich meine, ich hatte ja Knieschmerzen, das zeigt doch auch eine Übersäuerung an, oder? Ja gut, wenn die Schmerzen davon herrühren, dass ich hier ein Milieuungleichgewicht habe und ich schaffe wieder das Milieugleichgewicht, ja. Wir müssen mit dem Begriff der Übersäuerung ein bisschen vorsichtig sein, weil das Blut einen Regulationsmechanismus hat, der den pH-Wert innerhalb des physiologischen Werts hält. Mhm, ja? Also zwischen 7,35 und 7,45. 7,3, 7,45. Das heißt, das ist auch immer der Vorwurf, den die Schulmedizin vielen Naturheilkundern macht, weil wir uns nicht richtig erklären. Dann sagen wir Elektrolytemangel. Nein, ich auch nicht. Auch nicht, nein. Es ist ein Mangel an Pufferkapazität, der dann entsteht. Mhm. Ja? Natürlich reguliert der Körper das und versucht es auszugleichen. Aber er ist immer am unteren Rande. Mhm. Ja? Und daher auch die Knieschmerzen. Mhm. In dem Moment, in dem ich ihm wieder die Chance gebe, die Pufferkapazität zu erhöhen. Also Natriumbicarbonat-Carbonat-Puffer ist der größte Blutpuffer. In dem Moment, in dem ich ihm Basen zuführe, hat er wieder vermehrte Pufferkapazität, also die Fähigkeit, wieder besser auszugleichen und nach oben zu regulieren, also ins eher Basische. Nicht? Wir haben aber auch das Gegenteil. Wir haben auch das Problem, dass wir hier, was ich vorhin sagte, eine Redose-Erkrankung, die typische Oxidose-Erkrankungen sind, Arthritis, Rheuma-Erkrankungen, Neurodermitis und solche Dinge. Aber es gibt zwei große Redose-Erkrankungen. Das eine ist Krebs. Das andere ist Psoriasis, Schuppenflechte. Und hier verhält es sich einfach umgekehrt. Hier habe ich bei Krebs habe ich zwar in der Tumorperipherie eine Übersäuerung, nicht? Der Tumor säuert die Tumorperipherie an, um sich vor immunologischen Abwehrprozessen zu schützen, um einen Säuregraben um sich herum zu schaffen, sodass die Abwehr stärker wird. Er selbst aber ist hochalkalisch. Heißt das, genau in diesem Moment könnte ich eigentlich mit dem Abgeben von Elektronen eigentlich einen Stopp produzieren? So, und jetzt ist es eben wichtig zu wissen, der Tumor bunkert gleichzeitig seine eigene antioxidative Abwehr. Das heißt, es ist ein ungeheurer Glutathionproduzent. Und alles kann ich brauchen, bloß kein Glutathion bei Tumoren. Mhm. Weil der hat schon genug für seine Abwehr. Der holt sich das nämlich. Mhm. So, und jetzt und hier kommt eben eine wichtige Balance. Ich muss auf der einen Seite diesen Säuregraben puffern mit antioxidativer Kapazität. Und das kann ich gut mit Protonen machen, mit Hydridionen. Und auf der anderen Seite muss ich im Tumorgewebe oxidativ arbeiten. Hier wäre Sport zum Beispiel.
Nicht? Ich brauche die freien Radikalen in diesem Moment. Und das ist jetzt meine wichtigste Botschaft. Es gibt kein Reich des Bösen, wie die Säure. Nicht? Es gibt auch nicht nur die Säure als Himmelreich. Und genauso bei den freien Radikalen. Die freien Radikale sind nicht nur unsere Feinde. Sie helfen uns auch in bestimmten schwierigen Situationen, über solche hinwegzukommen. Mhm. Das heißt, nochmal, und das ist die wichtigste Botschaft, glaube ich, aller meiner Sendungen, wir brauchen ein Fließgleichgewicht. Wir brauchen Harmonie, die Mitte. Und das ist in allen Kulturen, in allen großen Philosophien, kommt diese Mitte immer als Zentralthema. Es ist nichts gegen einen Orgientag in Schlagsahne und Butter zu sagen. Es ist nichts gegen einen Orgientag in einer Sahnetorte. Nichts dagegen, mal asketisch nach Santiago de Compostela zu laufen. Aber wenn ich mein Leben lang nur faste, wie Calvin das getan hat, dann sterbe ich einfach zu früh an den Folgen der Langzeitschäden von Fasten. Umgekehrt sterbe ich zu früh an den Folgen von Fettleibigkeit und Diabetes. Die Mitte. Und da fällt mir eigentlich immer nur ein großes Gedicht eines großen persischen Dichters ein, Rumi, den ich sehr verehre. Ich hoffe, ich krieg's jetzt her. Erhebe die Worte, nicht die Stimme. Es ist der Regen, der die Blumen zum Wachsen bringt, nicht der Donner. Nicht? Und das ist das, die Gleichmäßigkeit des Regens, nicht das Extrem, das auch da ist. Aber die Mitte ist muss unser eigentliches Ziel sein. Nicht? Und das ist auch hier Basensäuren, antioxidative Kapazität und freie Radikale. Bei Krebsgeschehen brauche ich sie. Mhm. Und darum ist Sport auch als oxidative Therapie so wichtig bei einer Redoseerkrankung, aber so problematisch bei rheumatischen Erkrankungen und bei Neurodermitis. Da muss ich einfach langsam tun. Antioxidative Kapazität erhöhen. Auch mit der sportlichen Tätigkeit sehr moderat rangehen. Nicht? Und diese Differenzierung wird leider viel zu wenig gemacht. Ja, also da danke ich dem Dr. Ionesco, mit dem ich ja gut befreundet bin, sehr. Der hat mir da durch sein profundes chemisches Wissen, es ist ja ein Biochemiker aus Leidenschaft, Da hat mir mal ein Arzt gesagt, ja. Wenn er euch zwei hört, dich und Ionesco, ihr seid die Stars der Biochemie, wenn man euch so zuhört. Nein. Ich bin ja nicht mal blinder unter den Einäugigen. Ich bin ja so ein Halbblinder. nee, das ist. Nein. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich wäre schon froh, wenn ich Chemie-Leistungskurs gehabt hätte. Aber die für die Medizin, für die Naturheilkunde relevanten biochemischen Prozesse zu durchschauen, die sind schon wichtig. Ja? Dass da die Zeit auch nicht stehen bleibt, das zeigen die Forschungen von Harold Hillman, wo man eigentlich einen Großteil der Biologie und Zellforschung heute in die Mülltonne schmeißen kann. Man müsste sich da nur noch mal den Film über ihn anschauen, On the Back of a Tiger, wo also, ja, ich habe mir das Buch mal von ihm reingezogen, Evidence-Based Biology. Also ich habe am Tag 15 Seiten maximal geschafft, aber am Ende kommt dann raus, dass man 80% der Biologie, der Zellbiologie eigentlich in den Müll schmeißen kann. Nicht? Es gibt kein Golgi-Apparat. Es gibt keine Synapsen, es gibt kein endoplasmatisches Retikulum, sind alles Ergebnisse, Artefakte einer Vorbereitung zur Mikroskopie. Nicht? Und das ist natürlich, das schreibt er auch ganz deutlich, eine mehr als große Bedrohung für viele seiner Kollegen, die jahrelang auf Fake Biology aufgebaut haben. Ne?
Aber das da war jetzt, ein Abschlusswort, ja, das war jetzt der etwas schärferen Sorte. Ein großes Fass, das du da aufmachst, wo man natürlich wieder stundenlang diskutieren könnte, was das nämlich gerade bedeutet hat. Denn ich habe es nicht verstanden und vielleicht andere Zuschauerinnen auch nicht. Das ist aber ein wichtiges Thema. Aber die anderen, die es verstehen, werden jetzt schockiert sein. Gut, also lassen wir das mal so stehen. Ja. Also danke ganz herzlich, lieber Dr. Heinz Reinwald. Danke, dass du einmal mehr uns so wertvolle Tipps gegeben hast. Ich habe einiges mehr verstanden jetzt über den Wasserstoff und wie bedeutsam der ist, wenn er eben frei ist und ein Elektron abgeben kann und nicht in gepaarter Form daherkommt. Ja. Was auch gut ist, aber ein anderer Weg ist. Mhm. Okay, gut. Danke. Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.